Moin Moin und willkommen zum Patchwork Duellturnier an der Stelle auf dem deutschen PvP-Server Patchwork. Und wir haben hier heute ein Duellturnier und zwar mit folgenden Teilnehmern: einmal Sorazero, ein Jäger, hat schon mal mitgemacht, ich glaube schon zweimal sogar. Bexel hat, glaube ich, schon mal gewonnen oder war im Finale, auf jeden Fall. Kennt man auch. Dann haben wir Gampf, das erste Mal dabei, ein, wie ich finde, sehr guter Druide, was ich so mitbekommen habe. Hat auch gerankt auf Rang 12, glaube ich. Dann haben wir Bebo, hat, ich meine, Bebo hat auch schon mal gewonnen, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Ja, sehr gut equipter Krieger. Und dann haben wir hier den ein oder anderen Schurken in dem heutigen Turnier auch drin. Revman, Z-Carryox und Einsam. Die beiden hier kenne ich nicht. Einsam kenne ich so ein bisschen. Und hier auch noch einen Retri-Paladin. Also wir haben heute ja ein relativ melee-lastiges Setup eigentlich. Dafür aber auch immerhin ein, ja, wie nennt man Spell-Damage? Druiden im Grunde genommen. Alle anderen Schurken, wie gesagt, die Skillung weiß ich nicht genau. Und ein Jäger und ein Krieger und ein Paler. Teilnehmeranzahl, wir haben heute 8 Teilnehmer. Und Format Best of 3, das bedeutet, wer 2 von 3 Duellen gewinnt, ist eine Runde weiter. Ja, Prize Pool 160 Gold von den Teilnehmern plus 200 Gold von der Gilde Old Division. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an die Gilde von Bebo an der Stelle für die 200 Gold. Also deswegen hauen wir hier heute 360 Gold an die Leute raus. So, ja. Zwischen jedem Duell wird eine Minute Pause stattfinden. Ich habe hier so einen kleinen Timer. Da werden wir mal gucken. Nach einer Minute beginnt das nächste Duell. Und ein Duell darf nicht absichtlich in übertriebener Art und Weise in die Länge gezogen werden. Gesundheitssteine vom Hexenmeister sind verboten. Und die Goblin-Pionier-Sprengladung ist auch verboten. Außerdem sind alle Tränke und so weiter verboten. Außer ein Free-Action-Potion pro 3 Duelle. Ja, also pro Best of 3 könnt ihr quasi eine Fab verwenden und Distel-Tee vom Schurken ist auch erlaubt. Genau, das waren im Grunde genommen die Regeln und wenn ihr irgendeine Regelverletzung während des Turniers sehen solltet, dann macht mich gerne darauf aufmerksam und ich würde sagen, an der Stelle starten wir. So Leute, wir haben Jäger gegen Retri-Paladin. Was sagt ihr? Was sagt ihr, wer wird hier an der Stelle für sich gewinnen? So, also wir sehen hier, hier kommt direkt die Buße und der Paladin ist direkt in der Falle drin. Bin mal gespannt, was Sorazero hier machen wird. Hat 3000, Lebensanzeigen, aber nicht so akkurat. Okay, er ballert hier relativ viel Schaden direkt rein. In Stranze, der hier Riven-Sting drauf hat, relativ schnell umgeht und hier die Bubble zieht an der Stelle und quasi einfach weiter hinter Sorazero herrennt mit der legendären Waffe. Und der Sorazero ist relativ low und wird hier einfach umgekrittet. Okay, also da ja, wurde einfach Bubble angemacht und Sorazero wurde hier oben geklatscht an der Stelle. Weiß jetzt nicht so, also ist auch so ein, ehrlich gesagt, ein Duell, was ich nicht oft sehe. Ja, Paladin gegen Jäger. Weiß nicht, ob da das immer so abläuft, dass man dann einfach mit der Bubble quasi hinterher rennen kann und GG. Ich meine, es ist halt auch schwierig, weil man halt, so wir machen den Timer an, eine Minute, dann beginnt das nächste Duell. Ist halt einfach auch schwierig, weil man natürlich ja, mit Freedom nicht so wirklich geslowt werden kann vom Jäger. Und daher stelle ich mir das Setup schon relativ schwierig vor, als Jäger, ehrlich gesagt, gegen den Retri-Paladin. Vor allem, wenn wir uns auch mal das Gear anschauen, von Stranze hier, ist natürlich einfach, oh ja, also es ist wirklich, jetzt hat hier gerade seine Waffe ausgezogen. Okay. Wird hier anscheinend gleich noch ein Pet usen im Duell. Ja, also er hat hier auf jeden Fall sehr, sehr krankes Gear. Wir gucken auch nochmal das Gear an. Von Sorazero an der Stelle. Auch sehr gut equipped. Könnt euch wieder herausfordern. Wir haben die Minute erreicht ungefähr. Und ja, beide sehr gut equipped, kann man sagen.
Der Paladin hier vielleicht das leichte Edge nochmal an der Stelle mit der legendären Waffe. Wir können anfangen. Er hat ja auch die Rüstungsaura und Segen der Weisheit. Okay, auch interessant. Hat er irgendwie Schiss, dass er hier schnell umgeht anscheinend. Schranze nimmt hier gleich die Free Action Potion. Er darf davon eine verwenden in drei Duellen und er will wahrscheinlich sich hier direkt das zweite Duell auch gönnen an der Stelle. So, Sorosero hat hier die Falle gedroppt und wartet wahrscheinlich. Ne, er macht direkt Go, okay. Und Schranze zieht direkt Bob und rennt wieder auf den Jägern zu. Oh, und ist wieder in der Falle, okay. Hat aber relativ kurzen DR gerade. Und ja, Sorosero hat hier leichte Probleme, hat allerdings auch noch relativ viel Leben momentan. Kann aber hier noch relativ unbehelligt gerade wegrennen von dem Rete-Paladin, der hier auch ja, langsam aber sicher umgehen wird. Da kommt gerade nicht so mega viel Damage, ich weiß gar nicht warum. Aber sobald hier der Hammer of Justice kommt, ist wahrscheinlich auch Ende mit dem Jäger. Da wird sich Sorosero hier tatsächlich nochmal... Nee, da kommt Lay on Hands vom Paladin. Ach du Kacke, der einstündige Cooldown, glaube ich, ne? Aber er ist hier vollkommen boom. Und wenn Sorosero jetzt kiten kann, ja, da hätte er vielleicht einfach weiter wegrennen sollen. Dann wäre Stranze wahrscheinlich nicht mehr in Melee Range gekommen. Und er hat ja noch die Booster drauf. Oh, und gleichzeitig haben wir hier auch einen Proc. Ah, komm, Stranze noch mal ran, ja. Oh mein Gott, okay. Das war schon mal ein schönes Duell an der Stelle. Also war nochmal sehr knapp am Ende. Ja, wenn er an der einen Stelle eventuell weitergerannt wäre, hätte Stranze vielleicht gar nicht mehr abcatchen können. Aber ja, muss man sagen, der Retri-Paladin Stranze hat sich hier gut geschlagen und ist quasi eine Runde weiter. Und Sorosero ist quasi draußen an der Stelle. Gut. Dann bitte alle Teilnehmer wieder rollen. Ja, ob man jetzt Hand auflegen erlaubt oder nicht, ist eine spannende Frage. Würdet ihr Hand auflegen eher nicht erlauben? Was sagt ihr dazu? So, Gampf gegen Einsam. Ich der Meinung. Bin ich mal gespannt. Wir schauen. Wir schauen uns gerade mal das Gear an. Das ist sicherlich auch für den einen oder anderen Hexer gehört verboten, sehe ich hier gerade im Chat. Gute Nacht. Also wir sehen hier Gampf, ein sehr gut equippter Druide, der auch Rang 12, glaube ich, gemacht hat. Und sehr gut equipped, wie gesagt. Bin ich mal sehr gespannt. Auch hier das Trinket von der Gurubashi Arena, das ich mir jetzt auch endlich mal gegönnt habe. Sehr guten Ring aus BWL für Druiden. Wird auf jeden Fall interessant. Könnte eine harte Nuss werden für einen Schurken. Wir gucken ja nochmal Einsam an. Ja, sehr gutes Dagger-Gear hier am Start. 5 Einsteile und ja, sehr gute Waffen. Bin ich mal gespannt. Würde ich sagen, könnt ihr Go machen an der Stelle. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr, wer wird hier gewinnen? Also ich kann euch sagen, richtig guter Druide, der weiß, was er tut, das ist sehr, sehr schwer für einen Schurken. Ja, also ihr könnt euch, ihr müsst mal gucken, hier 6300 Leben. So, Einsam macht hier Go und hat direkt Feenfeuer drauf und bekommt hier den Bärenstun rein. Gampf geht auf Range und macht hier die Wurzeln rein und ist die Frage, wird Einsam direkt irgendwas machen? Nein, er chillt erstmal, okay. So, Sternfeuer geht ab. Mundfeuer ist auch drauf. Das ist halt schwierig. Man kann, wenn man Feenfeuer einmal drauf hat, nicht wieder in Verschwundenheit gehen. Das ist einfach unglaublich nervig. Man kann es auch nicht wegwanischen oder so. Also es ist wirklich, ihr seid dann einfach am Arsch.
Und ich glaube, Einsam hat hier auch eine PvP-Skillung am Start, bin ich mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Wie gesagt, einer von den Leuten, die hier quasi spontan eingesprungen sind. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Er hat es hier gerade nicht einfach gegen Gampf und ist hier kurz davor, das erste Duell dann auch direkt zu verlieren. Ja, man kloppt sich so ein Stück weit auf, wir machen den Timer an. Selber tot, ne, am Druiden mit dem Schurken. Das ist halt echt ein bisschen nervig, ey. Ich würde grundsätzlich jede Ability erlauben. Sashwati, okay. Na. Klar, Lauben hat eine Stunde Cooldown, ist nur mies für einen Hunter, er kann nichts machen. Ja. Und der Kollege, der mit ihr zu sehen war, der hat auch noch gesungen. Hier. Ich würde es auch erlauben. Oh, danke, Damaku, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank, danke dir. Aber dann auch den GS für den Hexer. Ja, also das Problem ist halt, Hexer sind generell schon sehr stark, weißt du? Und deswegen bin ich jetzt beim Warlock nicht unbedingt schlimm. Also es hat schon Gründe, warum wir den da verboten haben. Weil Soulink Warlock sonst einfach zu krank dominiert, weißt du? Das hat man aus anderen Turnieren schon gesehen. Gut, das zweite Duell beginnt. Gampf und Einsam macht direkt wieder Go an der Stelle. Macht hier einen Sheepshot und Gouge direkt hinterher. Ein bisschen Energy Raggen und dann kommt direkt der Full Duration Kidney Shot. Man kann auch überlegen, ob man hier versucht, den Druiden quasi ein bisschen dazu zu zwingen, die Form zu wechseln und dann Kidney Shot zu machen. Ja, er entscheidet sich quasi gerade dafür, von Anfang an Druck zu machen und hat direkt einmal geblendet. So, hier kommt der Bernstun und der Instant Heal von Gampf. Feenfeuer ist direkt drauf. Ja, es ist halt schon übel, ne? Der Vanish ging direkt ins Feenfeuer rein. Und hier kommt nochmal der Gouge und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden Einsam hier an der Stelle machen kann. Okay, Gampf hat die Barrow-Arbeiter hier geholt, aber es ist das Problem. Ihr habt gesehen, er hat gerade nochmal gevanished. Danke für den Follow, Kakapoop, Nament. So, und ja, es ist sehr, sehr schwierig, wie gesagt, hier mit dem Schurken genug Schaden reinzubekommen, dass der Druid überhaupt mal die Bärenform verlassen muss, so eine Art. So, jetzt ist hier nochmal der Blind, okay. Jetzt ist die Frage, ob er sich verbinden wird. Ich weiß nicht, warum er sich hier nicht verbindet gerade. Er hat keinen... Vielleicht hat er keine Verbände dabei oder keinen. Er hat aber keinen Debuff drauf. Wundert mich gerade, ehrlich gesagt. Hätte sich, glaube ich, gerade. Okay, jetzt verbindet er sich jetzt. Okay. Gut. Oh, das ist jetzt. Wenn er jetzt genug Schaden reinbekommt, könnte er Gampf hier sogar down bekommen. Ja, Tatsache. Ui, das. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht an der Stelle. Also. Dafür aber mal fettes Poggers in the Chat, würde ich sagen. Also, das hätte ich nicht gedacht, ey. Ja, steht 1-1, Leute. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, Einsam holt hier tatsächlich ein Duell. Jetzt no front gegen Einsam. Es wäre mir genauso schwer gefallen. Also wie gesagt, ich finde es einfach mega schwierig gegen Druiden. Also auf jeden Fall geil, dass er hier schon ein Duell geholt hat. Das heißt, wir haben gleich das entscheidende dritte Duell. Raute treu, okay. Was meint ihr mit treu? Ja, Bubble ist auf jeden Fall erlaubt, ja, klar. Gut, okay. Dann. Können wir anfangen. Aber das UI ist ganz geil geworden eigentlich, oder? So mit dem hier, finde ich, kann man sehr gut erkennen. Habe ich ja etliche Leute gehabt, die mich kritisiert haben dafür, dass ich beim letzten Turnier so ein
räudiges UI hatte. So, Einsam macht hier wieder Go. Hat direkt auch wieder Feenfeuer drauf. Hier kommt der Nierenhieb an der Stelle. Und er versucht hier so viel Schaden wie möglich reinzuballern. Weil man muss einfach mit dem Schurken Druck aufbauen. Wenn man beim Druiden keinen Druck aufbauen kann, dann rennt er rum und lacht euch aus und dann war es das eigentlich. Hier kommt direkt das Sternenfeuer. So, hier kommt die Granate von Einsam gerade, um ein bisschen Schaden reinzumachen. Zweite Mal Wurzeln wird hier gewanished an der Stelle. Und Einsam ist wieder am Druiden dran. Ich bin gespannt, was er hier noch auf Lager hat für das Rituell. Also, dann schön Crusader-Proc an der Stelle. Jetzt wurde hier noch die Free-Action-Potion gezündet, die leider keine CCs entfernt. Die machen euch nur immun dafür. Das heißt, jetzt kann er nicht mehr CC'd werden, mehr oder weniger. Bin mal gespannt, ob Gampf jetzt hier noch eine Möglichkeit findet. Das ist natürlich jetzt schon... Also Gampf kann selber auch noch eine Fab verwenden. Ich weiß gar nicht, ob er auch eine verwendet hat. Muss ich sagen, wird das hier schon etwas knapp und wenn Einsam hier genug Schaden machen kann. Ich glaube, ich gehe immer ein bisschen zu nah dran. Das ist auch ein bisschen blöde für die Teilnehmer, glaube ich. Versuche mal weiter weg zu bleiben. Das ist sehr, sehr knapp. Oh, er versucht. Ja, okay, er hat quasi so lange gewartet, bis er wieder. bis die Free Action Potion auf Einsam ausgelaufen ist und dann ist er rausgeswitcht und hat sich hochgeheilt und hat das Duell tatsächlich noch gewonnen. Ja, nice. Gampf eine Runde weiter. Gut. Endlich wieder AVO, gönn dir Einsam. Gut, da würde ich sagen, dann bitte alle Rollen, die noch kein Duell gemacht haben. So, dann haben wir Revman versus Ebo. Und zwar Schurke gegen Krieger. Wir schauen uns erstmal hier Revman an, neuer Schurke in der Runde, hat noch nie mitgemacht. So, ja, auf jeden Fall, die Epics sind auf jeden Fall am Start hier. Bei PvP-Teile auch. Hat also Rang 8 oder 9 auf jeden Fall gemacht. Schöne Dagger auch. Relativ Standard Trinkets geused hier an der Stelle, nichts Besonderes irgendwie. Und vielleicht hat er ja noch andere Sachen auf Lager, die er später noch rein switchen wird. Aber ja, sieht solide aus und bin ich mal gespannt drauf. So, dann gucken wir uns Bebo auch noch an. Wie gesagt, hat, glaube ich, einmal schon gewonnen. Doch, ich glaube, Bebo hat schon mal gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere. Sehr gutes Gear natürlich hier an der Stelle. Ja, also ne, mehr oder weniger echt krankes Gear hier. Malada hat sich auch schon gegönnt aus BWL. Maladas. Oh. Gut, dann würde ich sagen, können wir anfangen. Ja, könnt ihr anfangen. So, Revman eröffnet hier direkt auf Bebo und versucht wahrscheinlich so viel Schaden, wie er möchte, rein zu ballern. Bebo mit dem Schild an der Stelle hier, ist natürlich immer zu empfehlen am Anfang gegen Schurken, damit man einfach weniger Damage reinbekommt am Anfang. Und Revman geht hier unsichtbar und nach dem Blind und geht wieder mit Sheepshot drauf und macht hier Rupture auf Bebo und versucht ihn hier zu slowen. Aber Bebo wird irgendwie nicht geslowt. Ich weiß nicht, ob Revman keine Gifte drauf hat. Aber er kann ihn hier schon relativ gut ausbluten im ersten Duell. 1-0 für Revman. Ach, er hat geschärft auf der Mainhand. Interessante Wahl an der Stelle. Könnte vielleicht der Grund sein, warum die Gifte eben so spät geprockt sind. Könnte man eventuell nochmal überdenken, aber ja, hat er sich hier. Dafür macht er halt deutlich mehr Schaden. Er hofft hier auf Crippling von der Offhand an der Stelle.
Und danke, Domwop, für den Follow-Namen. Gut. Ja, wir haben quasi das vierte Duell, glaube ich. Also wir sind gleich mit der ersten Runde durch. Oh ne, eins fehlt noch. Dritte oder vierte, glaube ich. Danach haben wir noch einen Schurken-Mirror. Jo, genau, könnt Go machen. So. Bebo geht hier wieder völlig in Einhand und Schild und holt ihn hier sogar aus der Verschwundenheit. Lull, okay. Das war sehr lucky und Revman hat hier ein Trinket gezogen. Gucken wir mal. Oh, das Arena-Trinket, okay. Und Barrow-Arbeiter hat er auch noch am Start. Zieht hier sehr viele gute Cooldowns an der Stelle. Er will auf jeden Fall das zweite Duell, denke ich mal, direkt gewinnen. Okay, hat hier aber Kniesehne drauf und auch eine Blutung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Bebo ihn hier einfach runterkrippen kann oder ob er den nochmal rumreißen kann. Okay, ah, er ist gewendisch, aber hat... Okay, er bekommt den Cheapshot nochmal hin. Die Frage, hat er die Barrow-Arbeiter vergessen? Die hätte er noch zünden können. Okay, kommt der zweite Blind. Okay. Ah, etwas zu früh verbunden, obwohl er wäre dann eh quasi, Blenden wäre eh ausgelaufen und schade. Aber Bebo kommt hier also schade für Revman. Bebo kommt hier quasi nochmal eine Runde weiter. Das heißt, also ein Duell weiter. Wir haben noch ein finales Duell. Beide haben ein Duell gewonnen bisher. Und Revman zieht hier die Barrow-Arbeiter. Eins ist noch, oder? Bin ich der Meinung? Ich weiß nicht, ob es ein Missklick war vielleicht mit den Arbeitern gerade. Vielleicht auch einfach so ein bisschen Aufregung. Ich meine, es geht um einiges hier, ne? Also schon der erste bekommt, ich rechne es gerade noch mehr aus, wir haben 360 durch 2 wären, ey, was? 360 geteilt durch 2? Ah, 180 Gold bekommt der Gewinner. Guck an. So. Jo, ihr könnt anfangen. Mathe-Skills sind am Start auf jeden Fall. So, ja, Revman eröffnet hier auf Bebo und haut wieder ab, sprintet weg und wird hier aber aus der Verschwundenheit nochmal geschautet von Bebo an der Stelle und Myrden LP, danke dir für den Sub, Naben, willkommen. So, und Revman geht hier, oh, wird hier weggecrittet und beide haben hier die Fab quasi im Duell gezündet und Bebo gönnt sich hier eine weitere Runde im Duellturnier. Ja, nice, ey. Also Bebo überrascht immer wieder und ist quasi eine Runde weiter. So, dann haben wir nächste Duell. Bebo, mich bitte mal anschreiben und dann weite ich dich wieder. Und zwar Bexel versus die Karyux, okay. Ich bin mir gespannt. Schurken-Mirror. Und beide dürfen auch ja, direkt in Verschwundenheit gehen. Wir haben jetzt keine Sonderregeln für Schurken irgendwie. Das heißt, es wird einfach darauf ankommen, wer quasi hier in der Lage sein wird, hier den Opener zu holen an der Stelle. So, wir gucken mal. Was geht hier? Yannick, moin! Bexel, ja, wie gesagt, relativ gutes Gear, beziehungsweise sehr gutes Gear eigentlich, hat hier auch Full Epic mehr oder weniger, sehr gute Dolche, einfach so, wenn man von Anfang an raidet, das ist Standard. Kein Noggenfogger bitte verwenden, genau, haben wir verboten, damit einfach
zum Beispiel im Druiden-Matchup gegen Druiden halt gesehen werden kann, welche Form er hat. Und Sicarius hier sehr gutes Gear, muss man sagen. Und sogar schon Dragfang, guck an, GG. Auch Dolchschurke, fast sogar noch besseres Gear an der Stelle. Also ich bin mal gespannt. So, wer von den beiden Schurken hier die Oberhand, wie auch immer, haben wird. Sicarius geht hier weg, aber Wechsel macht direkt Go mit einer Menschenfähigkeit wahrscheinlich, durch die hier den Vorteil hat. Und Sicarius direkt sehen kann und vanisht hier den Blind. Oh, das war sehr, sehr stark von Wechsel gerade gemacht an der Stelle. Aber Sicarius hat es geschafft, nochmal zu öffnen auf Wechsel. Und die Frage ist, da kommt der Distel-Tee und kommt jetzt der Blind. Oh, er wurde hier geblendet, aber hat die Steinform vom Zwerg. Ja, moin. Und kann sich hier quasi verbinden. Und Wechsel kommt an. Und es ist ein sehr geiles Duell gerade. Und sieht ihn. Nein, Sicarius sieht ihn hier. Und jetzt sieht es sehr, sehr schlecht aus, denn wenn sich jemand im Deckerschocken auskennt, das wird wahrscheinlich jetzt hier der Todesstoß für Wechsel sein. Man muss eigentlich nur einen Backstab kritten. Dann ist es schon GG. Sehr, sehr schönes Duell an der Stelle. Steingestalt ist echt, also für Schurkenduelle wirklich krank. So, wir machen eine Minute. Und dann geht es in die nächste Runde weiter. Also sehr schönes Duell, muss ich sagen. Also wirklich eines der schönsten Duelle, die ich in allen Turnieren bisher gesehen habe. Top. Und Myriden LP, danke dir nochmal für den Sub. Ja, danke dir, Namt. Also nochmal zur Info, wir warten immer eine Minute nach jedem Duell, damit es einfach immer fair zugeht, mehr oder weniger, und alle die gleichen Voraussetzungen haben hier. So, ihr könnt euch wieder fordern. Warte mal, bin ich blöde? Steht 1-1 oder nee, steht 1-0, ne? Für Sicarius, ne? Das war das erste gerade erst, ne, oder? Und Wechsel wird hier gesappt, okay. Auch interessant. Ich weiß nicht, ob Sicarius hier vielleicht gewanished hat. Ja, steht 1-0 für Sicarius, okay. Er macht hier relativ viel Damage. Noch ein Gouge hinterher. Ist die Frage, was soll er machen? Kommt, Granate trifft, okay. Wechsel auf 50% Leben ungefähr. Und kann er hier nochmal Verschwundenheit gehen tatsächlich? Aber er wird tatsächlich wieder gesappt. Aber nur 3 Sekunden. Und Sicarius geht hier für den Ambush. Bekommt ihn aber nicht down. Und Wechsel verbindet sich hier. Oh, das ist sehr, sehr unglücklich gerade. Der Blind, was glaube ich, ist relativ früh gebrochen, glaube ich. Bin ich der Meinung. Und oh, Wechsel hat hier den Diesel-Tee verwendet. Und hat hier Sicarius tatsächlich noch weggenuked. Okay. Jetzt aber 1-1, ne? Genau. GG, ey. So, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schönes Turnier, muss ich sagen. Bisher. Und King Iso von Yonkers, danke dir für deinen Twitch Prime Sub. Danke dir. Na, Bent. Moin, moin. Gut, dann warten wir 30 Sekunden und dann geht's weiter in die nächste Runde. Was denkt ihr, Leute? Ihr seht hier die 6 Teilnehmer, die noch im Rennen sind. Was denkt ihr, wer wird am Ende gewinnen? Wird es der Retri-Paladin sein? Oder der Spell-Damage-Druide? Oder der Krieger? Oder einer von den Schurken? Ich bin echt mal gespannt. Was ich sehr gerne sehen würde, wäre Druide gegen Paladin. Das würde mich nochmal interessieren. Gucken wir mal. Okay, ihr könnt anfangen. Wir können anfangen. So, beide sind hier wieder, haben sich hier wieder das Zap-Battle gegeben. Und
Hätte 5G auf den Druiden, okay. So, Bexel wurde hier aus dem Web geholt und kriegst hier Damage von Sicarius, okay. Cheap Shot into Kidney. Oh, Fab. Ah, wenn er kein Blind Ready hat, dann könnte das hier schon das Ende sein für Bexel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Bexel. Gut gespielt. Aber der OP-Zwergen-Racial war am Ende im Schurkenduell siegreich an der Stelle. Nein, also Sicarius, wirklich sehr schönes Duell. Hat er nicht zwei Taps benutzt? Weiß ich jetzt nicht. Hat er zwei Taps geused? Hat das jemand beobachtet? Müsste ich... Nee, okay. Ja gut, dann ist ja alles okay. Also wie gesagt, Leute, ne? Pro Best of Three nur eine Fab verwenden, bitte. Ja, zu viel Fab ist nicht gut. Und, so, warte mal, das heißt, wir haben, kann es sein, 5? Gut, alle rollen wieder, bitte, ja? Fürs nächste Duell. Fehlt jemand in der Gruppe? Müssten wir nicht, ist Revman noch drin? Revman ist, glaube ich, nicht mehr drin, ne? Eigentlich müssten es 4 Leute sein. Okay, dann muss ich Revman mal entfernen, sonst werde ich hier verwirrt. Also Revman, danke nochmal fürs Mitmachen. Okay, gut, das heißt, das nächste Duell, Leute, ist Gumpf gegen Sicarius. Okay. Aber Sicarius war eben dran. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal. Ja, genau, dann macht das, genau. Dann machen wir das so. Gut, das bedeutet, Bebo versus Ranze. So, die beiden bitte. Also wie gesagt, wir warten immer. Wenn jetzt jemand wirklich rollt und gerade dran war, dann nehmen wir erstmal andere dran, damit einfach, ja, die Leute ihre Cooldowns auch wieder haben. Ich denke, das ist im Interesse von allen. Und, genau. Also das wollen wir schon machen. So, wir haben Paladin gegen ...30 Meter Entfernung bitte, wenn das Turnier beginnt. Ein bisschen Werbung hier, so. Und können anfangen, Leute. Bin mal gespannt, was meint ihr? Retri-Paladin gegen Krieger. Ne, Moment. Okay, gut, er konnte noch chargen. Ja, ist okay, aber eigentlich muss hier gewartet werden, bis das Duell wirklich beginnt. Aber er konnte chargen, von daher ist es okay. Oh, Stranze macht hier echt doll Druck drauf. Hat hier auch direkt die Fab gezündet. Ne, Free Action Potion. Mensch. Hier, Segen der Freiheit war es, glaube ich. Und ja, sieht nicht gut aus für Bebo. Er wird hier relativ fett weggekritisch. Oh, zieht den 4. Aber Paladine kommen anscheinend raus mit dem Trinket auf den 4 und Bebo geht hier down. Warten eine Minute. Dann geht die Party weiter. Nochmal die Info.
Bitte wirklich so lange warten, bis das Duell auch wirklich begonnen hat. Bis der Gegner feindselig wurde und nicht vorher schon hinrennen. Weil sonst müssen wir es nicht machen. Also es geht quasi einfach nur darum, dass Krieger chargen können, ja. Und dass ihr nicht direkt in den Leuten drin steht. Konter Costa. So. Dann würde ich sagen, könnt ihr mit dem zweiten Duell Go machen. Wenn du noch reggen möchtest, dann gerne noch reggen. Revenant ist ein Scammer, Olpsu, warum? Es werden aber dafür Gerüchte verbreitet hier. Petri gewinnt, okay. Paladine kommen mit der Insi raus und die anderen nicht. Naja, in Vanilla ist es so, dass die Insignie für jeden was anderes macht. So, Bebo charge hier direkt mit der Free Action Potion rein. Wird jetzt versuchen wahrscheinlich zu entwaffnen. Es gelingt auch an der Stelle. Schranz ist hier entwaffnet. Bebo ballert relativ viel Damage rein. Und hier ist die Bubble, okay. Jetzt die Frage, was Bebo machen wird. Er versucht hier, man könnte auch versuchen, hier vielleicht ein bisschen mit dem Zaun zu spielen, drüber zu jumpen, wie auch immer. Und hoffen, dass sich der Paladin hier irgendwie rennt. So, jetzt kommt Holy Light. Und ja, auch der Debuff von der legendären Waffe. Aber Bebo crittet hier ganz schön ordentlich gerade. Und Bebo hat schon für das ein oder andere Highlight gesorgt. In seinen Duellen. Und holt sich hier ein weiteres Duell gegen Stranze. Ach du Kacke, hier wurde der Life-Giving Gem aus BWL gedroppt an der Stelle. Das ist natürlich das ist halt der Vorteil, wenn man jetzt hier schon fett in BWL am Start ist, ne? Und hier schon den geilen Shit hat. Aber Stranze hat natürlich auch. Wir machen einen Timer an, sorry. Stranze. Nee, das ist vollkommen erlaubt. Ja, ja, klar. Habe ich gesehen, das ist erlaubt. Gar kein Problem. Stranze natürlich auch sehr, sehr gutes Gear, ne? Also kann sich auch nicht beklagen. Aber interessant, dass Bebo hier noch ein Duell holt an der Stelle. Und ich bin mal gespannt, ob er hier wieder überraschen kann und vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommt. Mal gucken. Und 20 Sekunden noch. Dann machen wir weiter. Übrigens auch nochmal der Hinweis an der Stelle, gerne mal dem Discord hier joinen, habe ich gerade mal in den Chat reingeschrieben. Wenn ihr in 2 Wochen beim Duellturnier mitmachen wollt, kommt da drauf, da könnt ihr euch dann anmelden. Die Anmeldung fürs nächste Turnier wird in ein paar Tagen freigeschaltet, immer mal wieder abchecken da. Und es wird vielleicht sogar ein Tour-and-Tour-Turnier. Hättet ihr eher Bock auf ein Duellturnier wieder oder auf ein Tour-and-Tour-Turnier? Ich würde halt ein Tour-and-Tour-Turnier auch mega geil finden in der Gurubashi Arena. So, das finale Duell hier zwischen Stranze und Bebo. Stranze hier mit den Barrow-Arbeitern. Bebo bekommt relativ viel Schaden, aber Stranze wird runtergeballert. Und gönnt sich hier Bob, ja. Und Bebo wird sich hier nochmal verbinden. Und kriegt den Charge sogar nochmal, okay. Ja, Bebo auf 60% HP ungefähr. Crittet hier aber wieder gut gerade. Stranze zieht die Free Action Potion, glaube ich, an der Stelle. Ist doch nicht zu fassen. Schafft Bebo hier sich wieder das Wunder von Stormwind. Und kommt hier wieder eine Runde weiter. Es ist noch nicht so vorbei, aber Stranze geht echt down. Ist unglaublich. Bebo tatsächlich, er sorgt wieder für eine Überraschung. Und kommt eine Runde weiter. Stranze, sehr gut. Sehr gut gespielt, sehr schönes Duell, Leute. Aber Bebo kommt hier tatsächlich eine Runde weiter. So, jetzt muss ich mal überlegen.
Also wir machen noch Duell um Platz 3 am Ende. Und wie jedes Mal bin ich jetzt vollkommen verwirrt, was jetzt kommt. Jetzt kommt aber erstmal Bebo gegen... erstmal Gumpf gegen Sicariox, ne? Denke ich mal, ja. Und dann kommt ja quasi der Verlierer gegen Stranze, ne? Ja. Okay. Gumpf versus Sicariox. So. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf das... Bebo, ich kann dich irgendwie gerade nicht einladen. Du bist in der Gruppe. Du bist schon in der Gruppe. So. Darf ich noch mitmischen? Nerakrux, guten Abend. Wir sind leider schon relativ am Ende. Ja, bei dem Turnier nicht mehr. Aber wie gesagt, in 2 Wochen gerne wieder. Gut, dann warum immer Schor gegampft, ich weiß auch nicht, ey. Jo, können anfangen. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Sicariox hat in seinem ersten Duell, finde ich, sehr gute Leistung gezeigt. Gampf wiederum ist einfach auch ein schwieriger Gegner als Schurke, finde ich. Und hier wäre man lieber Gnome zum Beispiel. Hier bringt einem die Zwergenfähigkeit nicht so mega viel wie gegen andere Schurken, aber gucken wir mal. Ja, Sicariox eröffnet hier mit dem Sheepshot into Kidney und versucht hier so viel Schaden reinzuballern wie geht. Und Gumpf macht natürlich Feenfeuer und Mondfeuer drauf und geht direkt wieder in Bärenform. Ja, okay, hier kommt der, ich glaube, oben der Klarheit-Proc, ne, die Wurzeln irgendwie. Oh, aber hier wird der Sternfeuer gewänisch an der Stelle. Okay. Und jetzt wird hier gerade Sicariox hat, glaube ich, das Arena Trinket gezündet an der Stelle. Gumpf allerdings auch. Beide also sich schon das Trinket aus der Gurubashi Arena gegönnt. Ja, jetzt ist er wieder in Bärform hier. Kann hier eigentlich relativ gut verhindern, low zu gehen. Bekommt den Gouge rein an der Stelle. Und Sicariox hat, glaube ich, noch nicht viel verwendet. Sollte Blind noch ready haben, denke ich. Die Frage, wann er hier blenden wird. Und nochmal der Kidney. Und jetzt kommt der Blind. Okay. Oh, jetzt wird wahrscheinlich der Verband kommen hier. Bin ich mal gespannt. Er kann sogar... Oh, er kann sogar unsichtbar gehen. Er hat keinen Feenfeuer drauf. Das ist ein extremer Vorteil an der Stelle. Ich kann dadurch nochmal Druck aufbauen hier. Dann kommt nochmal ein kleiner Nierenhieb. Oh, das wird unangenehm für Gumpf gerade. Kann er hier nochmal entkommen mit der Reitegestalt gerade? Bitte mal hinterher. Oh, das ist sehr, sehr bitter. Sehr bitter für Sicariox. Gumpf kann hier weg sprinten tatsächlich mit der Reitegestalt. Sicariox wird sich wahrscheinlich jetzt hier warten, bis der Debuff weg ist und sich verbinden. Hat man auch noch nicht. Hier so mehr oder weniger einen Full Reset eigentlich. Gumpf wieder full und jetzt ist die Frage, wie lange hier Sicariox warten wird. Er darf einmal hochrecken. Das ist in Ordnung. Er darf jetzt aber nicht quasi mega lange in Verschonheit warten. Bis seine Cooldowns wieder ready sind. Ja. Danke dir, Krimdog, für den Follow. Na, Mensch. Aber er macht jetzt auch wieder direkt Go und das war vollkommen in Ordnung. Gut, wieder mit dem Sheepshot into Kidney Shot an der Stelle. Oh, und hier kommen. Oh, hier kommt ein Arkanid-Drachling. Der ist nicht ohne, Freunde der Nacht. Sehr interessante Wahl. Also hat hier wirklich starke Trinkets am Start auf jeden Fall. Hat hier verbesserte Sprinten, hat damit die Wurzeln gebrochen gerade. Oh, das ist natürlich... also der Drachling alleine macht ihn schon fast down hier. GG, ey. Also, gönnt ihn euch. Okay, er geht hier wieder in Bärform charged ran. Und versucht irgendwie am Leben zu bleiben gerade. So.
Das sieht ehrlich gesagt immer noch sehr gut aus. Hier ist die Karyox, der hier weiter Druck aufbauen kann. Zusammen mit dem Drachken. Und ich weiß nicht genau. Auch eine gute Synergie mit Perdition's Blade. Wenn Perdition's Blade hier mal pocken sollte, dann bekommt er deutlich mehr Damage. Ja, ist ja schon fast low. Der Dragon King ist weg. Okay, die Frage, kann Gampf hier nochmal entkommen? Nein, dann kommt der Gouge. Oh, oh, das gibt's doch nicht. Oh doch, da geht er down. Okay. Also, ein relativ intensives Duell gerade, lull. Gampf holt hier das erste Duell. Und ja, schönes Duell aber. Wirklich, sehr, sehr schönes Duell. Aber ich behindert? Der Karyox hat ja gewonnen. Sorry. Jo, GG. GG. Völlig lost mal wieder. Gut. 10 Sekunden noch. Dann geht's hier weiter mit der nächsten Runde. Ich muss sagen, das UI gefällt mir echt gut mit dem Pitbull Unit Frames hier. Gut, könnt anfangen. Bin mal gespannt, ey. Ich bin gespannt, was hier auch für Trinkets verwendet werden. Okay, hier wurde schon. Oh, hier wurde gerade schon das. Ja, es ist erlaubt. Skelett. Nicht gegönnt. Die Frage, ob Karyox hier warten wird. Er darf ein wenig warten. Wenn jetzt hier nicht die ganze Zeit wartet. Das ist kein Problem. Also da müsste man vielleicht nochmal drüber sprechen in zukünftigen Turnieren, ob man quasi Trinkets aktivieren darf und dann nochmal ein anderes reinswitcht. Ja. Vielleicht auch eher die Regel machen, dass man mit dem Gear auch starten muss, dass man quasi also weitermachen muss, was man am Anfang des Duells anhatte. Ist eine Waffe, ja, ja. Ja, gut. Ich meine, die Karyox hat es hier abgewartet, ne? Ja, ist, denke ich, beides regelkonform. Also er macht hier Go. Ja, ja, ich weiß, das ist ein Offend, ja, ja. Ich meine generell, ob man aber. Er hat ja dann eine andere Waffe wieder reingeswitcht, deswegen ist halt die Frage, aber haben wir nicht genau definiert, müssen wir nochmal gucken in Zukunft, ne? So, Gams, bekommt hier relativ gut Damage rein gerade. Da kommt es Instant Heal. Oh, kann hier aber nicht mehr die Form wechseln. Und passiert hier relativ viel Schaden. Geht aber direkt wieder in Bärform und macht hier ja, den Dot drauf. Das Problem ist halt, die Karyox kann nicht unsichtbar gehen. Und Gump wird wahrscheinlich auch versuchen, ja, ihn hier quasi daran zu hindern, wieder unsichtbar zu gehen. Und gleich wird das Feenfeuer wahrscheinlich wiederkommen. Oh, er hat hier kein Feenfeuer ab. Also er könnte jetzt vanishen, wenn er es wollte. Es wird hier nochmal ein Blind kommen. Oder saved sich Karyox hier vielleicht sogar auch die Cooldowns fürs nächste Duell. Keine Ahnung. Wäre natürlich auch clever eigentlich, wenn man es so machen würde, weil dann wären ja auch andere wichtige Dinge auch wieder ready. Vielleicht ist ja das die Überlegung so, wir warten eine Minute. Und es steht 1-1, Leute. So, ich baller mir gerade nochmal eine halbe Ibuprofen rein. Gute Nacht.
Corona, nee, hat nichts mit Corona zu tun. Kann euch beruhigen. Soll ich mal Screens und Gilden vor? Ja, Leute, klärt doch eure Geschichte da privat, was ihr da habt. Sonst ist es ja auch nicht schlichten irgendwie. Ja, hallo, lass doch einfach hier schöne Duellturnier anschauen. Und, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist, ne? Keine Ahnung. So, ihr könnt anfangen. So, das finale Duell. Sicarix gegen Gumpf. Ich bin gespannt, was hier noch passieren wird. Welche Trinkets hier verwendet werden. Und ja, hier haben wir die Sheriff-Arbeiter. Und ja, mal gucken. Bin gespannt. 6350 Leben im Bär. Kann man mal machen, ne? Ist auf jeden Fall eine Ansage an der Stelle. So. Und jetzt bin ich echt gespannt, wer hier das finale Duell sich holen wird. Carrick sollte sehr viele Cooldowns wieder ready haben. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, ob er hier also die Möglichkeit hat, das Duell noch zu gewinnen. Naja, kommt hier die Wurzeln und der Vanish, okay. Und kommt der Feral Charge gerade. Und jetzt kommt die Free Action Potion in Verbindung mit Sprint. Und es wird geballert. Es wird geballert. Oh, ja. Ah, Gumpf bekommt hier gute Damage rein gerade, aber Sicarius geht auch low. Das könnte jetzt problematisch für Sicarius werden. Gumpf mehr oder weniger full HP. Und er ist selber fast down. Er wird aber noch blind, er wird jetzt wahrscheinlich blenden. Ja, denn Feenfeuer läuft aus. Ja, jetzt kommt der Verband. Das ja, ist natürlich immer schön für einen Schurken, wenn man nochmal verschulden gehen kann. Ändert einfach vieles. So, jetzt hat er nochmal ein bisschen Leben. Und jetzt wird es nochmal problematisch für Gumpf. Jetzt ist die Frage, kann er jetzt hier quasi nochmal zurückkommen? Oh, da kommt der. Uiuiui. Da kam der Goblin-Raketenhelm. Ich glaube, er hat ihn gerade ausweiden direkt gemacht. Gumpf geht hier low. Und hier kommen die Barrow-Arbeiter von Gumpf nochmal, glaube ich. Sicarix macht hier aber Evasion an. Glaube ich. Und Sicarix geht tatsächlich noch down. Ja, er hat die Evasion an. Okay, ja. Ja, sehr schönes Duell. Jetzt haben wir noch das Duell um Platz 3. Aber das müsste Stranzel gegen Sicarix sein, ne? Oder bin ich jetzt. Doch, oder? Und Bebo und Dampf sind im Finale, ne? Ihr könnt anfangen, Leute. Wir machen jetzt das Duell um Platz 3 im Patchwork-Duellturnier. Das heißt, wer hier gewinnen wird am Ende, wird den dritten Platz belegen heute und immerhin mit 72 Gold nach Hause gehen. Ja, also das ist doch schon was, ne? So, Sicarix wartet hier. Stranze hat hier schon die Barrow-Arbeiter gezündet. Das ist immer problematisch, wenn man die halt zündet, bevor ja, der Gegner so wirklich angreift. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen war. Aber ja, die Carax hat hier natürlich ein bisschen gewartet, was auch ja, vollkommen okay ist. Solange er jetzt nicht hier noch irgendwie Brötchen backt. So, jetzt macht er Go, wird hier von der Weihe erwischt, okay, so, und bekommt direkt den Hammer rein. Oh, und da kommt immer sehr viel Damage vom Retri rein, ne, wenn man da als Schurk in so einen Hammer-Stun hockt. Und er geht hier auch, echt low, blendet hier. Stranz entscheidet sich gegen die Bubble an der Stelle.
Und lässt Carrick sie einmal zappen. Ob die Carrick jetzt hier quasi noch essen wird, okay. Ja. Einmal irgendwo hineiern und was essen gehen ist okay. Oh. Solange es nicht ausartet, sag ich mal. Hätte Stranze also ruhig auch was trinken können gerade. Okay. Wo kommt denn. Oh. Also wenn so ein Retri mal krittet, ne? Dann gute Nacht. Okay, jetzt hier kommt die Bubble gerade, okay. Die Buße und die Frage, wenn ihr jetzt einmal krittet, machst du es direkt. The Carrix vanished hier und macht aber direkt wieder Go. Geht aber schon fast wieder low. Also das ist echt sehr, sehr. Oh, hier kommt der Hammer und da geht er tatsächlich down. Ja. 1-0. Und wir warten eine Minute. Werden wohl so werden, weil die Ehre höher ist. Echt, ja? Okay. Essen und Trinken ist erlaubt, Leute, ne? Also, nee, man darf essen und trinken, aber es darf halt nicht überhand nehmen, sag ich mal. Kommt drauf an, ob es Wochenende ist oder nicht. Okay, ach so, okay. Das heißt, immer wenn AB oder Warsong Weekend ist, dann geht man in das jeweilige BG rein oder wie? Okay. Okay. Aber so unter der Woche? Okay, ihr könnt, könnt weitermachen. Fordert euch gerne und dann macht er Go. Ich bin mal gespannt. Hier kommt Premeditation, glaube ich, ne? Oh, ne, Perception. Schönheitserkennung und er holt ihn hier auch raus an der Stelle. Okay, da kommt direkt der Hammer hinterher, die Weihe und oh, doch, er hat gekrittet, ja doch. Kann man so sagen. Spannend, ob er. Oh, er hat ihn direkt. Übel, ey. Also, so kann es halt auch mal gehen gegen den Retri. Damn, ey. Also, Sicarox, danke nochmal fürs Mitmachen. Hast wirklich ein paar sehr schöne Duelle gemacht, finde ich. Und damit holt sich Stranze an der Stelle hier quasi direkt den dritten Platz an der Stelle. Gut. Dann haben wir Finale. Bebo, komm schon. Das schaffst du schon. Und zwar haben wir, ja, Bebo versus Gumpf. Bin mal gespannt. Was meint ihr, Leute? Druide oder Krieger? Bebo meint schon, es wird schwierig. Stelle ich mir auch schwierig vor, aber mal gucken. Er kann auf jeden Fall eine Free-Action-Potion verwenden für ein Duell. Von daher
Ja, die Game 80, glaube ich. Bin mal gespannt. Was meint ihr, wer gewinnt, Leute? Druide oder Krieger, ey? Oh Mann, ey. Er könnte Go machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was Kampf hier machen wird. Okay, er geht hier mit einem Katzenstun rein. Er wurde charged direkt und Gampf geht in Bärform. Das Triggered von Bebo und der Charge und der Stun. Und die Wurzeln wahrscheinlich, ja. So, jetzt kann Bebo erstmal hier den Bogen verwenden an der Stelle. Ja, das ist halt das Problem, wenn man erstmal alle seine Sachen verbraten hat mit dem Krieger, dann kann der Druide halt gut kiten, ne? So, jetzt kommen hier noch die Barrow-Arbeiter von Gampf. Bebo könnte hier 4 usen eventuell, macht er aber nicht. Oh, er benutzt Recklessness an der Stelle, gute Nacht. Oh, er krittet hier ordentlich rein gerade mit seinem 30-minütigen Cooldown. Ist die Frage, ob er hier genug Schaden machen kann, um Gampf down zu nuken. Oh, da kommt der Intercept und Execute. Ja, gute alte Bebo. Holt sich tatsächlich wieder ein Duell. Ah, ja, herrlich. Also Bebo ist irgendwie echt immer wieder mit oben dabei. Und alle sagen immer, Krieger wären schlecht in Duellen. Gucken wir mal. Er meint jetzt irgendwie gerade, er hat jetzt schon relativ viele Cooldowns verbraten. So nah, dass man nur ein Duell holen könnte. Aber mal schauen, ne? Den Life-Giving Gem wieder. Und Gampf, hier die BWL-Rune gegönnt, okay. Man quasi shapeshiften, ohne Mana zu verlieren. Interessante Trinket-Wahl auf jeden Fall. So. So Leute, das zweite Duell hier im großen Finale vom Patchwork PvP Duellturnier. Und Bebo zieht hier direkt die Free Action Potion, damit er hier nicht mehr gestunt werden kann und auf Range quasi gehalten werden kann von Gampf. Er versucht hier so viel Schaden wie möglich reinzudrücken, aber Gampf ist einfach in Bärform und er tankt die Scheiße einfach weg gerade. Und versucht jetzt wahrscheinlich so lange zu warten, bis quasi Bebo keine Free Action Potion mehr abhat. Damit er ihn dann kiten kann. Ah, jetzt wird der Intercept kommen wahrscheinlich. Kann Bebo jetzt Intercept? Oh mein Gott, wenn er jetzt crittet. Wenn er ihn jetzt executed. Oh mein Gott. Gibt's doch nicht. Gewinnt Bebo hier wirklich das nächste Duellturnier? Es wäre ein Wunder. Es wäre ein Wunder, Leute. Kann hier nicht wirklich Range aufbauen. Und Bebo geht aber jetzt auch low. Die Frage ist, er hat Intercept nochmal ready. Frage ist, er hat jetzt noch 400-300. Oh, da kommt der Life-Giving Gem an der Stelle. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt gerade. Oh mein Gott, das wird nochmal knapp. 1000 Leben hat Bebo noch. Oh, shit. Okay, okay. Oh, jetzt sieht es knapp auf Gampfs Seite aus. 800 HP, 300. Und Gampf kitet hier, geht wieder Bärform. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? LOL. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Crit gerade? Alter, shit. Bebo hätte ja fast gewonnen an der Stelle, ne?
Ja, jetzt halt die Problematik. Bebo hat wirklich jeden Shit geused, gerade auch perfekt. Er war fast schon down. man muss auch, er meinte hier gerade, er hatte Cooldown auf eine auf Instant Heal wahrscheinlich. Dadurch hatte er eine Chance auch hier, oder eine relativ gute Chance. Bebo gerade, ne, da sollte man vielleicht auch dran denken. Wie lange haben die Gegner Cooldowns, ne? Das ist auch wichtig quasi. Gut, dann könnt ihr finale Duell machen. Ich bin gespannt, Leute. Dampf gönnt sich hier das Arena Trinket und Bebo geht mit der normalen Insignie rein. Okay. So, Leute, ich bin gespannt, wer hier das finale Duell gewinnen wird. Es schafft Bebo hier. Wunder von Stormwind. Ich kann ihn hier fast rausholen sogar, das war sehr knapp gerade. Oder gewinnt Gampf. Es sieht nicht gut aus für Bebo. Er hat kaum Sachen ready gerade. Er braucht hier den ein oder anderen Crit, wenn er hier heute gewinnen möchte. Und die Wurzeln gehen direkt wieder weg. ETF, was hast du denn gerade? Das war auf jeden Fall schon mal lucky. Aber die Wurzeln am Start hier. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen RNG und moin Red Knight. Wie die Sachen trocken, ne, wann der CC bricht und so weiter. Ist immer auch viel RNG dabei. So, Gampf zündet hier seinen Arena-Trinket. Absorbiert hier sehr viel Schaden. Das ist für Krieger natürlich auch blöde. Bekommen sie nicht so viel Wut. Es sieht nicht gut aus für Bebo, ehrlich gesagt. Ich glaube, Gampf wird hier siegreich sein an der Stelle. Bebo hatte eben seine Chance und ja. Ja, mein Gewinner. Gampf gewinnt das mittlerweile dritte Patchwork-Duellturnier. Krank. Ohne Scheiß, ey. Also es war extrem knapp. Gerade das zweite Duell hätte auch wäre fast an Bebo gegangen. So, ja, stellt euch auf. Ich trade euch das Gold. Also, wir fangen an mit Strancinio. Hat sich hier gut geschlagen mit seinem Retri. Bekommt 73 Gold. Ja, der dritte. Also, müsst ihr euch vorstellen, bei dem Turnier hier hatten wir einen Preispool von 360 Gold. Und der Drittplatzierte bekommt 20%, was in dem Fall 72 Gold sind. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, Stranze, und gönn dir. So, dann kommen wir zu Bebo. Und zwar hatten wir Moment. Wir hatten 360. Bebo kommt 30%, das wären 108 Gold. Auch gelohnt für ihn. 20 Gold Teilnahmegebühr und danke dir Kirby Enrage für den Follow an der Stelle. So, und Bebo, danke dir fürs Mitmachen. Sehr, sehr schöne Duelle wieder. Ohne Scheiß, er hätte heute fast wieder gewonnen, ne? Also es war sehr, sehr knapp. Er hätte fast gewonnen, also war ein sehr, sehr enges Rennen am Ende. Und ja, Gampf gewinnt an der Stelle. Und bekommt dementsprechend so 180 Gold, Alter. Gute Nacht, ey. Dann muss ich direkt wieder farmen gehen, ey. So, er ist immer, da freuen sich die PvP-Spieler drüber, glaube ich. Gold ist immer problematisch für PvP-Spieler, Leute, weil, ne, ihr wisst Bescheid.
Man haucht den ganzen Tag im BG. Von daher, ja, Gampf, erstmal geht's Set nochmal an der Stelle. Ja, danke. Eigentlich ohne Scheiß, eigentlich das Gewinnerinterview haben wir immer gemacht, ne? Habe ich irgendwie gerade voll verkackt, ey. Sorry auf jeden Fall. Ja, keinen Stress, können wir halt jetzt machen. Ich hoffe, es ist von der Lautstärke okay. Ja, vielleicht das nächste Mal Turnier mal gucken. In Gurubashi in 2-3 Wochen. Werde ich auf jeden Fall im Discord ankündigen dann. Da hätte ich auch voll Scheiß, Bock drauf. Ohne Scheiß, hätte ich fast sogar noch mehr Bock drauf, oder? Als auf ich glaube, zwei gegen zwei in der Gurubashi Arena. Ist halt dann Kämpfen mit Leben oder Tod, ne? Das ja, genau, richtig. Geil. Ja. Und genau, aber jetzt nochmal zu dem Turnier heute. Also ich habe ja vorher gesagt so, also ich finde halt, wie nennt man deine Skillung? So Spell, Damage, Druide oder bist du Feral oder? Ich bin halb Tank, halb Heal. Ah, okay. Also für der Druide, die sich auskennen, ist das eine HOTWNS-Skillung. Okay. Und die ist auch auf PvP komplett ausgelegt wahrscheinlich, ne? Halb PvP, halb Raid, weil ich eigentlich als Heiler unterwegs bin, zum größten Teil. Ach, tatsächlich, okay. Aber da ich viel PvP mache oder gemacht habe, ist die noch auf PvP so mit ausgelegt. Aber das ist ja voll entspannt, dass man mit dem Druiden da einfach hybridmäßig am Start sein kann und verschiedene Sachen machen kann damit, ne? Oh, das ist immer geil. Also wenn ich mit PvE-Skillung PvP mache, bin ich am Arsch. Und wenn ich mit PvP-Skillung PvE mache, bin ich auch am Arsch. ja. Nee, aber echt sehr schöne Duelle. Und du hast ja das, die Teilnehmer vorher gesehen, ne? Was hast du so gedacht, was waren deine, oder was du dachtest, was problematisch werden würde? Na, es war sehr schurkenlastig. Und gegen Schurken ist meistens ein 50-50-Duell. Weil echt? Es sehr stark drauf ankommt, welche Timings er hat. Oder wenn er mich nämlich im falschen Moment erwischt, bin ich halt tot. Da machst du nichts gegen. Ah, okay. Gegen den Pal hätte ich auch gern gespielt, weil gegen Pal habe ich noch gar nicht wirklich Duelle gemacht. Ja, stimmt. Wir hatten Retri gegen Druide hatten wir nicht, ne? Nee. Ja, auch. Aber es waren auch keine eindeutigen Duelle. Also ich habe jedes Mal drei Kämpfe machen müssen. Echt, ja? Ja, es war jedes Mal drei Kämpfe. Null, okay. Ja, aber wie gesagt, also ich hätte ich gar nicht so gedacht. Ich dachte immer so, dass man mit dem Schurken gegen Druiden es noch also sehr schwer hat irgendwie. Aber wenn du sagst 50-50, okay. Also hast du vor allem vor den Schurken Respekt gehabt, so, ja? Ja, halt Schurken und Krieger halt auch. Also Krieger haut halt übelst den Damage raus, hat man auch gesehen. Wo ich das zweite Duell war echt interessant, weil ich halt nichts ready hatte. Ich hatte kein Instant Heal ready, ich hatte keine Trinkets ab. Von daher war das super knapp. Im dritten Duell hatte ich dann alles ready gehabt und dementsprechend sah es dann einfacher aus. Was war das eigentlich am Ende vom zweiten Duell? War das, hast du da gekrittet oder was war da irgendwie? Also ich weiß es nicht, das ging so schnell und ich habe geguckt, ob ich tot war oder er. Also es war... Ja. Ja, es war so dermaßen knapp, ne? Es waren wirklich ein paar Prozente nur auf beiden Seiten. Ich hatte 79 HP oder so. Ja, lol. Ja, krank, ey. Finde ich immer lustig, weil viele ja eigentlich so sagen, dass Krieger eigentlich mega räulich ist im One-on-One, ne? Aber wie gesagt, als Druide muss ich halt in den Nahkampf rein. Also ich kann ihn zwar auf Distanz halten mit Bucherwurzeln und alles mögliche Spam, aber ich bin halt, er kommt relativ einfach raus. Ja, also auf jeden Fall, vor allem Bebo hat ja auch schon mal ein Turnier gewonnen. Und finde ich immer wieder krank, wie er mit seinem Krieger da doch dann noch immer so weit nach oben kommt. Ja, nice. Auf jeden Fall nochmal GZ zu den 180 Gold. Was machst du damit? Anlegen, PvP-Items kaufen. Okay. Investieren direkt. Ja, okay. Ja, cool, ohne Scheiß. Und wie gesagt, dann vielleicht das nächste Mal Turn 2. Dann bin ich auf jeden Fall mit wieder dabei, dann. Ja, das wäre geil, genau. Ich denke so, ja, 2-3 Wochen. So oft wollen wir es jetzt auch nicht machen, so. 2-3 Wochen und dann, Aber was meinst du, mit oder ohne Horde? Oh, ich habe kein Problem. Wenn du Kurubashi machst, kannst du auch die Horde mitnehmen. Musst halt nur gucken, dass kontrolliert wird wegen Buffs. Ja. Kann dann sich eine Flask einschmeißt, aber an sich, warum nicht? Ja. Und was denkst du, wird das stärkste Setup sein im Turn 2? Habe ich neulich schon drüber nachgedacht. Auf jeden Fall ein Heiler und was Damage-mäßiges. Kann zum Beispiel oder auch irgendwie Shadow Warlock oder so auch übel, glaube ich.
ein bisschen hoch. Shadow wird auf jeden Fall sehr stark sein. Ja. Ja, mal gucken. Auch halt, wie gesagt, dass ich auch... Viele Shadows gibt es leider nicht, die PvP machen. Ja. Weil die richtig Damage rausfahren. Mehr so auf Vordenseite, ne? Da trifft man öfter mal einen irgendwie. Druide Worry OP. Weiß ich, ja, weiß ich gar nicht, ob das in Vanilla auch schon so die Meta ist irgendwie. Also ich muss sagen, gegen Hexenmeister und Schattenpriester, gerade Shadows, wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Dispelt die Hots und so weiter dann, ne? Und ja. Vor allem, wir haben, man hat kein LOS in der Gurubashi Arena, ne? Das ist halt auch. Naja, das ist halt ein direktes Facing, ja. Ja. Finde ich ein bisschen schade, aber es gibt keine andere Location, ne? Wo man sowas machen könnte, ne? Ja, gibt, glaube ich, in den Gebirgen von Hilfsbrand nach oben bei den Schurken so eine halb kleine Arena. Echt? Ja, da bist du bei den Quests vorbeigelaufen mit dem Apotheker. Bei Raven Hill oder wo? Warte, ich bin im Dell, ich kann jetzt nicht gucken. In. Über der Burg Dornholde oder wie? Ja, da oben, da gibt es so einen Pfad in die Berge rein. Da gibt es quasi so eine kleine Mini-Schurken-Arena. Eher so ein kleiner Schauplatz. Da kann man sich angreifen, ja? Nee, da kann sich auch nicht angreifen, aber sieht ein bisschen duellmäßiger aus. Ach so, nee, aber weil für Tuntun müssen sich ja die Leute quasi angreifen können. Ja, da gibt nur Gurubashi und der Düsterbruch, mehr gibt's nicht. Ja, ach stimmt, die Düsterbruch-Arena, stimmt. Mhm. Druide Souling Lock. 100% Druide Souling Lock, meinte jemand. Purex, moin. Jemand. Was, Tanaris, gibt's auch noch eine Arena? Danach gibt es eine Arena, echt? Moin Neo, moin Dragmore, Crane der Lotus Deep. Ja, Crane, hast du Bock, ey? Du, Turnier ein paar Wochen? In der Gurubashi Arena? Wäre geil, ey, wenn du einen Mate hast irgendwie. Also joint mal bitte in meinem Discord. Da werde ich euch up to date halten. Dann wird das Turnier machen. Und ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn da viele Leute mitmachen werden. Kalito, moin moin. Ja, ich muss mich mal shaven, Alter, ohne Kacke. Muss, glaube ich, auf Patchwork spielen. Ja, wir haben die beste Community hier einfach, ne? NP. Ach, in Gard gestern ist direkt, ne? Ja, stimmt. Ja, Leute, wir gucken auf jeden Fall mal. Okay, gut, Gampf, ja, ohne Scheiß, ey. Also, hab es echt mega gefeiert, dass heute auch mal wirklich so ein richtig guter Ranker auch mal dabei war hier. Und dann auch direkt gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, ich steige relativ früh aus. Ja. Aber, ja. Jo, nice. War ein paar nice Duelle auf jeden Fall. Ja, cool, ey. Ohne Scheiß. Und machst du auch öfter World PvP jetzt nach dem Ranken, oder? Ich habe mich auf jeden Fall vor. Wir warten auch drauf, dass die anderen Ranker die in Grind durch sind. Und dann geht's auf die Horde. Ja, geil. Sag mal Bescheid. So. Bin ich auch mal dabei dann, ey. Also World PvP. Na, danke mal wieder. Schön ehrenlose Ziele farmen. Ja, ach so, ja. Ja, okay. Alles klar. Dann danke dir fürs Interview. Und da würde ich sagen, einen schönen Abend dir noch, ja? Jo, dir auch. Ciao. Ciao. Ja, Gratulation an die drei Gewinner hier heute. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, wenn ihr zufällig auf Patchwork spielt, dann könnt ihr gerne auf meinen Discord joinen und euch dort anmelden. Die Anmeldung ist aber noch nicht offen. Die Anmeldung fürs nächste Turnier wird in den kommenden Tagen freigeschaltet. Ich denke, so, keine Ahnung, 2, 3, 4 Tage wird es dauern. Dann wird das nächste Event stattfinden. Wir machen entweder wieder ein Duellturnier oder ein Turn-2-Turnier. Das bedeutet, wenn ihr Bock auf Turn-2-Turnier habt, ein Mate habt, irgendwie ein Setup habt, könnt ihr euch dann quasi mit zwei Leuten anmelden. Auch Horde-Spieler. Wollen wir Horde-Spieler erlauben? Habt ihr da Bock drauf? Ich mach mir nochmal Gedanken, aber warum nicht? Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das dritte Patchwork-Duell-Turnier gefallen. Auch nochmal ein Shoutout an die ganzen Ranker unter euch, an die richtig anderen guten PvP-Spieler auch noch auf Patchwork. Wenn ihr Bock habt auf Duell-Turniere, auf Turn-2-Turniere, schreibt mich gerne an, meldet euch an und dann könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Ne, wir wollen ja schon natürlich langfristig auch die Besten von Patchwork in den Turnieren drin haben. Von daher, da würde ich mich auf jeden Fall
rüber, Freunde. Wenn wir mehr als 8 Anmeldungen haben, dann machen wir auch das mit mehr Leuten. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.